Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich ein gesundes, glutenfreies und so geschmackvolles Brot und es sieht so aus. Es ist kein großes Brot, es wird auch schnell alle. Es ist nicht klebrig, wenn ihr denkt, und im Geschmack so lecker. Schmeckt nach Buchweizen, nach Leinsamen, nach Körner, wirklich ein sehr, sehr leckeres Brot. Und ich kann euch nur empfehlen, dieses Brot nachzubacken. Schaut. Es ist nicht hart. Wirklich ein sehr, sehr leckeres Brot. Viel Spaß beim Video anschauen und ich hoffe, dass eine oder die andere wird dieses Brot nachbacken. Bevor wir anfangen, den Teig zu bereiten, erstmal muss ich auch ein bisschen mit Mehl machen. Es kann man natürlich Buchweizen, schon fertige Mehl nehmen oder von Leinsamen. Na, ich habe keine im Haus, deswegen werde ich einfach mein Buchweizen. Der Buchweizen ist nicht diese geröstete, sondern so ein. Er ist etwas heller, manchmal sogar bis zu grün und werde einfach mörsen. Es geht wirklich im Sekundentakt mit diesem Mixer und dann haben wir, kann man sagen, schon eine Mehl. Geben wir es schon in die Schüssel. Es kann man etwas leaner mahlen, dann habt ihr richtige, so eine richtig feine Mehl. Oder wenn ihr nicht so lange malt, dann wird das etwas mit so einem kleinen groben Krümelchen. So, und genau das gleiche machen wir mit den Leinsamen. So haben wir jetzt auch Buchweizen und Leinsamen drinnen. Geben wir dann noch Flohsamenschalen dazu. Salz und Backpulver. Backpulver nehme ich aber diese glutenfreies Backpulver. Vermischen erstmal trockene Zutaten und alle Zutaten stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Und wir werden unseren Teig anrühren mit dem Sprudelwasser. Deswegen habe ich mir Wasser nicht abgemessen, dass ich noch diese Kohlensäure habe. Auf die Waage stellen und dazugeben. So, ein paar Gramm mehr. Es ist auch nicht schlimm, wenn unser Teig doch etwas flüssiger wird, kann man oder gemahlene Nüsse dazugeben oder gemahlene Haferflocken dazugeben, dass wir sozusagen einen Teig herstellen können. Den Backofen habe ich auch schon angemacht auf 175 Grad Umluft zum Vorheizen. Geben wir noch Öl. In meinem Fall nehme ich unraffinierte Sonnenblumenöl. Und ich werde noch ganze Körner dazugeben. Hier sind Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und ein ganz bisschen Sesamkerne. Auch ein paar kleine Nüsse auch dazu. Geben wir jetzt auch dazu. Wenn ihr das richtige Mehl nehmt, dann kann sein, dass euer Teig wird viel fester, dass ihr könnt sogar sozusagen kneten. Weil ich habe selber gemahlen, deswegen bei mir sieht etwas zu flüssig. Gebe ich auch noch dazu ein paar Haferflocken. Gebe feine Haferflocken und auch glutenfreie Haferflocken. So, gebe noch 20 Gramm erstmal. Und 20 Gramm mahle ich zu feinem Mehl. Ich liebe dieses Gerät. So, gebe ich auch dazu und dann wird es schon reichen. Ja, schaut, jetzt haben wir schon richtig schöne feste Masse. Und sie wird auch etwas aufquellen. Nehme ich die Form. Ich habe so eine Silikonform.
habe trotzdem ein bisschen mit Kokosfett angefettet und gebe meinen Teig da rein. So, haben wir das. Und obendrauf gebe ich Kürbiskerne. Bisschen die Körner in den Teig andrücken, dass die dann später nicht so schnell abfallen. Und geht jetzt auch unser Brot ungefähr so für 35 Minuten im Backofen. So, mein Brot war 40 Minuten im Backofen. Ich habe auch mit den Stäbchen probiert. Stäbchen ist sauber, können wir unser Brot aus der Form rausnehmen. Und ich schaue dann unten immer, ob das ist noch so ein bisschen wie feucht. Wenn es so ein Fall ist, dann stelle ich nochmal in den Backofen zum Nachbacken. Schön vorsichtig, aus der Silikonform geht er richtig gut raus. Und ja, durch den Silikon schwitzt er und hier ist es feucht. Ich lege ihn noch auf den Gitter und lasse ihn noch ungefähr so 5-7 Minuten nochmal nachbacken. So, 7 Minuten habe ich jetzt nachgebacken, mein Brot. Und jetzt hört er auch viel schöner aus. So heiß, jetzt lassen wir vollständig auskühlen. Und dann schneiden wir nur an. So, unser Brot ist gut abgekühlt. Und jetzt können wir ein Stück abschneiden. Und mal schauen, wie er innen drin aussieht. Und so sieht er aus. Richtig schönes Brot. Es ist nicht klebrig. Duftet sehr schön. Es riecht richtig nach Buchweizen und nach Leinsamen. Wirklich sehr gut. Jetzt probiere ich noch ein Stückchen. Das ist ein köstliches Brot, wirklich. So schmackhaft, richtig kräftig im Geschmack, einfach lecker. Habe gar nicht gedacht, dass so lecker wird dieses Brot sein, wirklich. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Brot nachzubacken. Ein richtig schönes, gesundes Brot. Mal schauen, wie lange wird das haltbar sein, aber im Geschmack ist der perfekt. Und es ist kein großes Brot, es wird schnell auch weg. Ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß beim Nachbacken, beim Ausprobieren. Ist empfehlenswert und ich freue mich über eure Kommentare. Über Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!